Herzlich willkommen bei Kryptowelt. Kryptowissen leicht verständlich. Ich war am 20. August in Liechtenstein bei der Kryptonight mit Julian Hoss und hier eine kurze Zusammenfassung der neuesten News betreffend Tenix. Starten mit der ganzen Kartenausrollung mit Asien, das sind wir zuerst mit Asien, kommen dann nach Europa und danach nach Nordamerika. Das heißt, so ist der ganze Rollout zurzeit. Wir haben die Karten, ihr könnt es auch alles anschauen. Das heißt, es wird jeder, der von euch eine Karte von uns schon mal gehabt hat, die schon verwendet hat, bekommt eine neue ersetzt. Ich kann euch jetzt keine Timeline geben, wer wann seine Karte ersetzt bekommt. Da habe ich gefragt, wer von euch hat denn hier schon eine Tenix-Karte mal gehabt oder hat eine Karte? War von euch, habt ihr sie auch mal verwendet? Ja. Ja, alle verwendet, okay. Das heißt, es kommen neue Karten, die wird es wieder alles ersetzt. Ich kann euch keine Timeline geben. Ich kann euch schon, aber ich darf es nicht. Ich weiß die Timeline. Wir dürfen keine Timelines mehr geben. Das ist der ganze Status zu den Karten. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zurzeit ist wirklich, dass jeden Tag hier was Neues passiert. So viel kann ich euch da auf jeden Fall sagen. Das nächste, Token. Wie gesagt, mein Traum wäre, Rewards bei den Token bezahlen zu können. Zurzeit ist es nicht so einfach möglich, nicht nur, weil ich einfach einen Token mache, der Rewards bezahlt, sondern weil es einfach noch so viele ungeklärte Sachen gibt. Ich glaube, dass wir dann dieses Jahr auf jeden Fall einige spannende Updates haben werden. Ich sehe das Ganze sehr zuversichtlich. Es gibt weltweit, ja auch in Liechtenstein, gute Bewegungen zurzeit in diesem Bereich. Schauen wir mal, was sich da dazu machen lässt. Das kann ich einfach dazu mal sagen. Banklizenz, beziehungsweise E-Money-Lizenz, etwas, was ich immer wieder erwähnt habe, sind wir auch dran. Wir haben das Land in Europa nicht announced. Das mache ich jetzt auch nicht. Das mache ich, wenn das alles durch ist. Wir sind dort hart dran, dass wir die bekommen. Wir sind auch optimistisch. So viel dazu. Warum wollen wir diese Lizenz? Ganz einfach, weil wir dann unabhängiger von den traditionellen Instituten werden können. Wir wollen natürlich immer noch gerne mit den innovativen traditionellen Instituten zusammenarbeiten, aber wir wollen auch selbst Sachen anbieten, also Lösungen anbieten können. Und das ist uns da ganz wichtig. Comet, vielleicht ein riesengroßes Projekt, hatten wir vor einem Monat oder zwei Monaten ein riesengroßes Update, wo wir diesen ersten Swap zwischen Bitcoin, Segwit und Ethereum gemacht haben. Da wollen wir auch dieses Jahr so dieses erste Proof of Concept für den Kunden haben, dass der Kunde zum ersten Mal so ein Netzwerk auch nutzen kann mit einem Client. Ob er das schon schafft, dass das grafisch, also eine GUI hat, eine grafische User Interface, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall code-based, dass das einfach mal so genutzt werden kann. Wir sind mittlerweile knapp 80 Leute in Singapur. Wie gesagt, wir haben auch im House of Blockchain hier ein kleines Zimmer in Liechtenstein. Hat dir das Video gefallen? Dann freue ich mich über ein Like, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss zusammen.